Und in meiner Grand Prix-Runde bin ich dann leider schwer verunfallt. Porsche 991 Generation 2 Cup MR SP Pro. Erstmal muss ich sagen, vielen Dank an Steffen Hensler, dass er uns das Auto zur Verfügung gestellt hat. Das ist nicht selbstverständlich. Als ich mit ihm Anfang der Saison darüber gesprochen habe, dass wir hinsichtlich unserem Vorhaben 2024 wieder in die SP9, sprich GT3, einzusteigen, gerne nochmal, um ein bisschen einfach Fahrzeit mit einem performanten Auto auf der Nordschleife zu haben, ob wir sein Auto haben dürfen, hat er sofort gesagt, ja klar, mach. Wie gesagt, da erstmal vielen, vielen Dank. Dass das jetzt so enden musste, keine Ahnung, hat es nicht verdient. Ihr wisst, 6-Stunden-Rennen war, wir haben es überlebt. Kiki geht ins Auto, ist, glaube ich, eine Runde Nordschleife gefahren, hat direkt durchgefunkt, ich komme in die Box, unfahrbar, Auto schlägt, boltert, macht tut. A lot of vibration and the brake, if you brake and you turn, Vorderachse fühlt sich lose an und beim Bremsen geht das Lenkrad in alle Richtungen. Ja, wir haben in der Zwischenzeit ein Rollout gemacht. Da war es auf jeden Fall so, dass die Vibration weg war. Heute kann ich wieder sagen, ja, die Vibration damals, dieses Unfahrbare, und glaubt es mir, es war nicht einfach nur so ein bisschen vibrieren, es war fast Handgelenksbrechen, waren rein von der Bremse, von der Charge, Bremsscheiben, respektive Belege, wir wissen es nicht, die waren komplett weg. Wir haben dann ein Rollout gemacht und wollten noch ein zweites Rollout machen zu NLS 8, sozusagen 3 Wochen vor NLS 9. Haben das Auto verladen, stand im Hänger und irgendwann abends, obwohl kein Mensch mehr in der Halle war, hat unsere Winde einen kurzen gehabt, irgendwie Wassereintritt, obwohl sie in der Halle stand, und hat uns den kompletten Porsche hinten zerrissen. Und das war 3 Wochen vor NLS 9. Und ich habe mir nur gedacht, warum? Weil das Auto sollte eigentlich morgens, freitags zur Nordschleife, weil wir nochmal einen Rollout machen wollten, weil wir noch ein paar Sachen geändert haben. Außer einem Riesenschaden, wenn auch alle fragen, der natürlich an uns hängen bleibt, weil warum das passiert ist, ja, jetzt wissen wir es, ist irgendwie Wasser in die Fernbedienung gekommen. Die Fernbedienung hat sich irgendwie verselbstständigt im Hänger und hat das Ding auf Ziehen gedrückt. Und da ist halt alles rausgerissen. Ich habe kurzzeitig überlegt, das Projekt einzustampfen. Klar, das Auto reparieren und das Auto wieder hinzustellen, habe dann eine Nacht drüber geschlafen und habe mir gesagt, nee, komm, nach der Katastrophe beim 6-Stunden-Rennen machen wir das nicht. Haben dann das Auto mit echt geilen Partnern wie Mantai, die uns sofort helfen konnten mit Ersatzteilen. Es musste das komplette Karosserieträger-U musste wieder eingeschweißt werden. Die ganzen Ersatzteile mussten wir hinkriegen. Vielen Dank auch an unseren Karosseriebauer Max, der sich da den 2 Nächte um die Ohren geschlagen hat, das hier vor Ort gemacht hat. Haben wir das Auto dann wieder hingekriegt, obwohl die Motivation schon natürlich nach so einem Tiefschlag dann da sitzt, und ich habe mir einfach nur gesagt, meine Güte, ey, was muss noch passieren? Aber wir haben ja auch schon lange keinen eigenen GT3 oder Dings Motorsport mehr gemacht, wo wir eh auch gelernt haben, wie man einstecken muss, und ich habe mir gedacht, okay, komm, wir ziehen das jetzt durch. Sind dann mit dem Auto komplett repariert zu NLS 9 angetreten, und Christoph Breuer konnte leider den Freitag komplett nicht am Ring sein, weil er beruflich einen Termin für Porsche wahrnehmen musste, den er nicht verschieben konnte, und konnte erst abends, spät abends da sein. Das war uns klar. Und Kiki und ich sind morgens Grand Prix-Strecke gefahren. Alles gut zum Eingrufen. Stop.
Also es hat auch richtig Spaß gemacht. Wir hatten geilen Support. Wir hatten auch echt geiles Team, muss ich einfach so sagen. Die Jungs, beide Lukasse, beide Grüße gehen raus, die das Auto halt auch zurecht wieder gebaut haben nach dem Schaden im Hänger, die das Auto wieder vermessen haben, sich nicht unterkriegen lassen haben, ihre Freizeit hier geopfert haben, viele Sachen privat verschoben haben, damit das Auto am Start kommt, waren natürlich auch ab Donnerstagabends am Nürburgring am Start, unsere Hauptmechaniker. Auto, Grand Prix Strecke, wunderbar, das Auto hat echt Spaß gemacht. Ich habe echt mich teilweise im Auto, habe ich für mich selber gedacht, wie geil ist das ja eigentlich, wieder so ein Auto fahren zu dürfen. Es hat einfach Spaß gemacht. Vormittags, habe ich vergessen, ist auch Dennis Olsen kurz das Auto gefahren. Auch vielen Dank da an Porsche, dass sie das möglich gemacht haben. There was also a bit of vibration when you got about 230. Okay, and the front or the rear? Front. Straight, a little bit vibration on the front, but not bad. Just a little bit. Almost like if you have a bit of pickup, or maybe we have pickup. It's almost like imbalance in the tires, because normally if it's like aero stuff, it starts to be very high or heavy frequency at one point. But it starts and then it's getting more over speed. Yeah. And normally it starts and then it stays there. Pure balance wise, you both said it's a little bit understeery. So if the understeer is like this, yeah, I still want the car understeer, but can you make the front understeer just tiny bit less? Like yes. Tiny bit less, yes. But still understeer, but less. Yes, yeah. Same for you? Same for me. I think the important thing is on Nordschleife to have an understeer car for us at first. Olsen said that he thinks everything's lazy. Yeah. He means lazy, like because there's no grip, or he means because he just has to steer a lot to get the car rotated. Same problem. And everything else feels smooth. So, dann nachmittags auf der Nordschleife haben wir dann einfach, also die Probleme von 6-Stunden-Rennen waren weg, gar keine Frage. Aber wir waren definitiv noch relativ weit weg, was eine gute Fahrbarkeit auf der Nordschleife angeht. Sprich, wir hatten so ein bisschen Aerobalance-Probleme, wo selbst ich als Amateur sage, das ist nicht schön zu fahren. So, you go out now with all fuel, so approximately 75 kilos and new tires. Kiki ist die ersten zwei Runden mit neuen Reifen gefahren. Dann bin ich meine vier Runden in Summe gefahren, bin sogar reingekommen für Setup-Change. Wenn es stark vibriert und du sagst, macht, also es ist immer noch komisch, dann kannst du nach einer Runde reinkommen. Dann schauen wir mal, dass wir noch irgendwas am Auto machen, drehen und ob es danach besser ist. Thank you.
vibrations, all good. Probably that, so the car seems completely normal for you. So the bad understeer also comes fast, I have just some fast sectors. The car feels very unsteer, and it's not easy to drive, it's not smooth, no. Okay, copy that. You want to do a change or do another lap? If we can do, perfect. If we can do, I can pit now. If you can do this now. Yes, fine. The box by a GP. Auch so, wenn du rausbeschleunigst, rausbeschleunigst raus, merkst du richtig, dass du vorne hast überhaupt keinen Beitrag. Okay. Also sehr wenig. Wir hinten einfach den Ball mal ein bisschen hochdrehen, den Rack haben, ein bisschen mehr Abtrieb vorne haben. Dann schauen wir mal, wie es ist. Also wenn du 70% fährst, ist das cool, aber wenn du jetzt so ein bisschen ne, drauf haust, die schnellen Passagen, ist das schon so, okay. Und es wurde nicht besser. Für den Kiki wurde nochmal was gemacht. Kiki hat das gleiche als Feedback gegeben wie ich und hat gesagt, oh, eigentlich, es ist gerade in den schnellen Passagen nicht schön. Und fahrbar, aber nicht schön. So, dann war aber die Strecke gesperrt, weil ein schwerer Unfall war. Ich war schon fast umgezogen und habe mir schon eine halbe Pizza reingezogen, weil ich gedacht habe, ja, ich bin eh heute nicht mehr im Auto, weil 45 Minuten vor Trainingsende hieß es, wir machen heute nicht mehr auf. Auto war schon in der Box, Reifen wurden natürlich nicht geheizt, weil für uns war klar, für heute ist es gelaufen. Auf einmal kam die Durchsage, ey, wir öffnen nochmal. Dann kam der Julian, unser Ingenieur, zu mir und sagte, ey, wir können nochmal raus, möchtest du das probieren, was ich vorhab? Ich dachte, klar, machen wir, auf jeden Fall, wir nutzen jeden Kilometer. Es war auch klar, dass die Reifen kalt sind. Es ist überhaupt keine Ausrede. Ich habe das ja auch akzeptiert und habe direkt gesagt, klar, machen wir. Nur mal, aber so kalte Reifen auf dem Auto, das muss man einfach auch, umso breiter solche Reifen sind, umso schwieriger ist es. Und du brauchst einfach, erstens brauchst du viel Erfahrung. Grundsätzlich habe ich die, aber ich bin halt auch leider sehr wenig die letzten 3 Jahre gefahren. Es war eher so ein bisschen der Druck da, dass ich wollte schnell die Reifen warm kriegen. Bin also mit kalten Reifen raus, bin relativ aggressiv gefahren und dachte, okay, passt ganz gut. Und in meiner Grand Prix-Runde bin ich dann leider schwer verunfallt. Bin komplett eingeschlafen. Hab das Auto komplett verloren auf der Gegengeraden in der Kurve. Fahrfehler, trifft keinen die Schuld außer mich selber. Grip-Abriss, weil ich einfach zu schnell war an der Stelle für die Bedingungen und hab das Auto verloren und so verloren, dass das Auto halt fast total Schaden ist. Das war leider auch dann sehr talentfrei von mir und ich habe mir nur einfach gedacht, die letzten 3 Wochen sind alle für den Arsch. Ja, das war es dann leider für unser NLS9. Wir sind keinen Meter im Rennen gefahren. Kiki ist kaum gefahren. Christoph kam eine Stunde nach dem Unfall dann am Nürburgring ganz hektisch an. Hatte sogar noch die Idee, das zu reparieren, war total motiviert. Auch echt vielen, vielen Dank nochmal an Christoph. Ich kann eigentlich nicht genug Danke sagen für die Leute, die da so drumherum sind, weil, wie gesagt, wir sind kein Werksteam. Wir sind nicht irgendwie der größte Zampano, der da oben rumläuft. Wir müssen halt das irgendwie immer hinkriegen und alle ziehen immer am Strang. Und hätten wir das da, glaube ich, hätten wir sogar noch reparieren können vielleicht, aber der Unfallschaden ist schon groß. Das Auto ist schon ziemlich kaputt. Karosserie ist kaputt, Achsen vorne kaputt. Also langsam warm zu fahren, mal gucken. Dann habe ich, na, aber ey, das ist so schwierig anscheinend, aber ich krieg's anscheinend nicht hin. Der war so kalt, ich bin so eingeschlagen, ey, boah. Volle Karte. Oh, Scheiße. Mein Fuß tut voll weh, aber. Links? Die Seite. Ja. Linker Fuß. Ja. Aber ey, ist nicht so dramatisch. Wahrscheinlich. Eieiei.
Wir hätten das nicht machen sollen mit den kalten Reifen. Ja, ich glaube nicht. Das hätten wir nicht machen sollen. Ich bin dann noch ins Krankenhaus nächsten Tag und haben dann rausgestellt, dass Fuß angebrochen mit Prellungen und so, aber das bin ich selber schuld. Also wenigstens da muss ich dann auch durch, sag ich mal. Der Einschlag war aber schon hart. Leider können wir euch daher kein geiles NLS 9 Video zeigen und nochmal geilen Motorsport zeigen, sondern nur die Dummheit meinerseits. Man muss es einfach so sagen und da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund und es tut mir auch wirklich, wirklich für den Kiki leid, für den Christoph leid, der echt einen geilen anderen Fahrerplatz hätte haben können an dem Lauf auf einem geilen GT3 Auto, wo er uns bevorzugt hat. Das ist passiert, wird mir nicht nochmal passieren, das ist safe, also dass ich ein Auto vielleicht wegschmeiße schon, da ist keiner von mir gefreit, aber doch ein bisschen ruhender dann in so ein Auto und nicht hektisch versuchen, schnell das Auto wieder auf die Nordschleife zu kriegen, um noch zwei Runden zu schaffen. Also wie gesagt, Lernkurve wird hochgehen, versprochen. Und auch nochmal, das große Danksage-Video hier, vielen Dank an die Firma Lenzen, die abends dann noch gekommen ist, obwohl ich glaube, der Fahrer schon auf der Couch lag und das Auto uns nochmal hochgehoben hat auf auf unseren Trailer, weil rollbar war das Auto nicht mehr. Und ich glaube, es war abends um 9:30 oder so. Und echt mega geil. Ich glaube, bei vielen anderen Rennserien wäre das nicht der Fall. Hat uns echt geholfen, dass wir das Auto direkt in die Werkstatt bringen konnten. Ist auch nicht selbstverständlich. Wie gesagt, mega cool. Kann man auch einfach nur an der Stelle nochmal Danke sagen. Und ich hoffe, ich brauche euch nächstes Jahr aber nicht nochmal. Ja, habe ich ganz vergessen. Im Eifer des Gefechts beim Erzählen. Nur weil ich das Ding hier kaputt gekloppt habe, heißt das ja nicht, dass ihr nicht wenigstens ein bisschen Mehrwert habt. Nicht nur unser Motorsport-Content, sondern auch beim Steffen Hensler im Job. Mit dem Codewort NLS habt ihr die nächsten, aber auch wirklich nur die nächsten drei Tage von heute, 5.11., drei Tage lang, 15% Rabatt, außer auf Bücher und auf die Deals, die es eh schon gibt. Aber mit dem Codewort NLS großgeschrieben, könnt ihr euch 15% sichern, habt ihr wenigstens ein bisschen was. Und ja, wir haben hier ganz viel, aber gut. Ne? Wollte ich noch nicht vergessen und viel Spaß beim Shoppen. Versprochen ist auch, dass wir zurückkommen werden in 2024 mit einem abgefahrenen, und ihr kennt mich, ich bin normalerweise sehr, sehr emotionslos, aber das wird so geil. Außer ich fahre das Ding immer kaputt, aber das hoffen wir ja nicht. Also mit dem Renault, muss man ja mal sagen, 2 Jahre nicht einen Unfall. Mit dem Lambo einmal Bremsenversagen gehabt und einmal auch talentfrei in der Mutkurve das Ding weggeschmissen. Aber sonst geht's ja eigentlich. Ich glaube, das wird viele flashen, was wir machen dürfen nächstes Jahr. Es können sich der ein oder andere auch denken, wie die Fahrerkombi sein wird. Aber damit es nicht zu uninteressant wird, werden wir die Fahrer natürlich irgendwann offiziell bekannt geben. Aber es wird ein GT3 kommen. Wir werden zurückkommen mit unserem Team auf die Nordschleife in der SP9. Und da freue ich mich richtig drauf. Da arbeiten wir jetzt den ganzen Winter auch dran, um die ganzen anderen Sachen noch alle hinzukriegen. Aber Fakt ist, ihr werdet uns nächstes Jahr wiedersehen. Es wird genauso offen und ehrlich bleiben, wie es immer war, die letzten jetzt 5 Jahre in Motorsport. Aber es wird einfach geiler, versprochen. In diesem Sinne, vielen Dank für den Support. Infos Anfang nächsten Jahres und alles andere verheilt wieder. Auto wird repariert. Und nochmal Entschuldigung, Steffen, dafür, dass ich dein Auto kaputt gefahren habe. Ciao. Ja, mein Gott, das sind Sachen, die man halt reparieren kann, also drauf geschissen. Aber krass, ey, ja.